Erik, gilt für Sie auch dieses Credo, ich will den maximalen Erfolg? Na klar. Also ich bin ja nicht dabei, um irgendwie nur Mitläufer zu sein oder einfach irgendwie das Rennen so mit 90% anzugehen, sondern ich will meine volle Leistung abrufen, das, was drin ist, das, was das Maximum ist. Und deshalb ist das Maximum auch mein Ziel. Und das würde bedeuten bei dieser WM, was haben Sie sich vorgenommen? Das wüsste ich jetzt auch gerne. Also wir wissen ja noch keine Einsatzkonstellation. Ich weiß gar nicht, ob ich Sprint laufen darf, ob ich einen Einzel laufen darf, ob ich die Staffel laufen darf. Deshalb ist das alles... Was wäre der Wunsch? Ja, der Wunsch ist natürlich, irgendwie alles zu laufen, ganz klar. Aber wir sind dies Jahr eine starke Mannschaft. Ich glaube, bis auf den Staffelplatz, den habe ich mir vielleicht schon über das Jahr ganz gut erlaufen, erwirtschaftet, diesen Sieg. Und alles andere ist irgendwie Spekulation. Haben Sie noch Erinnerungen an die letzte WM? Ja, so ein bisschen schon noch. Ist auch hängen geblieben. Viel Tolles, sehr wenig bis gar nichts Negatives. Ich weiß, dass ich da in einer guten Form war, in einer sehr guten Form. Wahrscheinlich die beste Form, die ich bis dahin hatte. Und ja, das lässt jetzt aber auch nicht irgendwie zu, dass ich jetzt sage, wenn ich einen Sprint laufe, dann will ich auf alle Fälle im Verfolger meinen WM-Titel verteidigen. Da bin ich realistisch und weiß, dass es wahrscheinlich nichts wird damit. Ja, müsste man in der Situation sein, ne? Ja, also vorher steht erstmal ein guter Sprint. Dieses Jahr ist mir eigentlich erst ein richtig guter Sprint so rausgerutscht. Letztens in Presque Isle. Und da habe ich es leider im Verfolger nicht hingekriegt, da mich aufs Podium zu laufen. Deshalb sind jetzt so die Erwartungen ein bisschen eine andere als letztes Jahr. Jetzt haben wir von der letzten WM gesprochen, aber haben Sie auch noch Erinnerungen an Ihre erste WM? Ja. Da gibt es Positives, aber auch Negatives. Also das erste Mal Sprint und Verfolgung dort zu laufen, da bin ich glaube ich um die 30 rumgelaufen. Es war, ja, war okay. Ich habe jetzt überhaupt keine Erwartungen gehabt und wollte das erstmal alles ein bisschen aufsaugen, die Eindrücke. An den Einzel kann ich mich noch, ich glaube, da bin ich läuferisch gar nicht gut gewesen. Zur Staffel war ich letzter Mann, vierter Läufer und habe die Silbermedaille verschossen. Bronze haben wir dann gewonnen, will ich jetzt mal so sagen. Und dann stand ich im Massenstart am Start und habe mich gefragt, was ich eigentlich jetzt hier mache. Denn ich war fix und fertig, die WM hat mich so geschlaucht. Diese innere Anspannung, die ich mir dann selber aufgebaut hatte, auch mit dem doch sehr schlechten Staffelrennen für mich. Und bin ich am Ende dann Fünfter geworden im Massenstart. Das ist eigentlich auch sehr nett, wenn ich mich nochmal daran erinnere, wie ich das da geschafft habe, mit eigentlich einem Körper, der völlig leer war, dann doch noch auf Platz 5 zu laufen und gar nicht so weit weg von den Medaillen. Würden Sie von sich selbst sagen, Sie sind der absolute Wettkampftyp? Ja, im Wettkampf kann ich meistens noch so ein bisschen was rauskitzeln, was mir im Training vielleicht nicht gelingt. Ich weiß auch, viele sprechen mich darauf an, ob ich jetzt ein Typ für die Höhepunkte bin, aber das will ich mir jetzt, oder den Schuh will ich mir jetzt nicht anziehen, weil ich habe vielleicht auch einfach bis jetzt das richtige Glück gehabt zur richtigen Zeit. Deshalb will ich jetzt nicht sagen, ich bin der Mann für die Höhepunkte und dann läuft es in Oslo nicht. Das wäre jetzt auch doof. Wenn Sie den Satz vervollständigen könnten, dann wäre meine WM erfolgreich. Wenn wir wieder Staffelweltmeister werden. Ja, das ist doch Mann. Es ist am Holmenkollen in Oslo. Man spricht immer von diesem Mythos Holmenkollen. Was ist denn da so besonders? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, man spricht immer von dem Mythos Holmenkollen, wenn man an Langlauf denkt. Langlauf-WM in Oslo mit den 50er, das war schon ein extrem geiles Bild, wie auch in der Abfahrt, im kompletten Hang die Leute gezeltet und gecampt haben, Lagerfeuer gemacht haben, sich aus Schnee irgendwelche Bänke gebaut haben. Also das ist schon ein ganz anderes Feeling als bei uns zum Weltcup. Und sonst ist bei uns das Stadion voll, so ein bisschen am Gradeshaugen stehen welche, um die Kirche stehen ein paar. Da kommt jetzt nicht so dieses Außergewöhnliche von Oslo rüber. Deshalb ist für mich jetzt Oslo nicht so dieser super tolle Weltcup, sondern einfach ein Weltcup wie viele andere auch. Die WM-Favoriten zu nennen ist relativ leicht. Was glauben Sie, wer könnte überraschen? Wer könnte überraschen? Ich denke mal, ein Arne Pfeiffer wird überraschen. Ein Andrej Morawetz wird sicherlich auch wieder zu alter Stärke finden.
Und dann gibt es sicherlich auch in der französischen Mannschaft bestimmt einen, der plötzlich um die Medaille mitlaufen kann. Mhm. Ja, so Morawetz, Pfeiffer sind so meine Geheimfavoriten. Sind Sie jemand, der sich vom Wettkampf abschottet oder brauchen Sie Ablenkung? Ruhe oder Ablenkung? Beides. Also die Ruhe oder die Möglichkeit, mich selbst runterzufahren, aber auch zum anderen auch wieder zu viel Fokus auf den Wettkampf, das lässt einen nur versteifen und irgendwie zu konzentriert sein oder zu viel zu wollen. Und deshalb bin ich dann auch gerne mal den Wechsel zwischen Ruhe und Abwechslung. Ein bisschen Späßchen machen, auch direkt vorm Start, muss auch mal sein. Erinnern Sie sich noch an den Satz Ihres Trainers nach dem wichtigsten Erfolg in Ihrer Karriere? Was er zu mir gesagt hat? Ja. Eigentlich gar nicht viel. Da muss man gar nicht so viel sagen. Ich glaube, er hat nur gesagt, Junge, mehr nicht. Also man schreit sich ja da mehr an, aber da gab es keine vollständigen Sätze, die da gewechselt wurden. Okay. Haben Sie denn selbst einen Traum? Selbst einen Traum. Also sportlich habe ich immer so einen Traum, Formel 1 Auto mal zu fahren. Und sonst würde ich auch gerne mit Angela Merkel mal irgendwie Abendessen. Also wenn sie mal Zeit hat für mich, kann sie mich mal anrufen. Ich kenne ein gutes Restaurant in Oberhof. Okay, das kriegen wir ja vielleicht hin. Nach einer guten, wenn sie Lust hat. Nach einer guten WM. Mal gucken. Und vielleicht hat in Oslo sogar auch noch einen kleinen Applaus mit dem König, ne? Ja, mal gucken. Ja. Aber die Frau Merkel war bei uns noch nie bei einer WM dabei. Man könnte da echt mal nachsteuern. Bei den Fußballern ist sie mal in der Kabine und guckt mal, wie sie sich nackig umziehen. Aber bei uns war sie noch nie. Ich weiß nicht, entweder lag es an Kontiolahti und Novo Mesto, aber vielleicht Oslo, vielleicht prickelt es ja. Vielleicht prickelt es, ja, das könnte ja gut sein. Zweifeln Sie denn auch mal an sich selbst? Ständig. Ständig? Ja, Selbstzweifel gehören immer dazu. Also Selbstzweifel ist ja auch so ein Mitläufer der Selbstkritik. Also es wäre ja fatal, wenn ich jetzt mit einem zufrieden wäre. Und deshalb, ich will an mir arbeiten, ich weiß, was ich da zu tun habe. Deswegen gönne ich mir das gerne. Und wie entspannen Sie? Zu Hause auf der Couch, mit einer Freundin und Hund, entweder Couch und Film gucken oder mit dem Hund durch den Wald spazieren. Ganz bescheiden, ganz gut. Ne? Ja, ganz bescheiden, ja. Welche Erfahrungen würden Sie gerne rückgängig machen? Die Staffel in Novo Mesto, wobei man wächst ja an den negativen Erfahrungen. Deshalb ist es. Wahrscheinlich wäre ich auch gar nicht so erfolgreich gewesen, wenn ich das nicht erlebt hätte. Sonst positive Erfahrungen zu löschen, ist ja auch komisch. Macht auch wenig Sinn. Meine Schulzeit würde ich jetzt auch nicht komplett löschen wollen. Ich glaube, ich würde alles behalten wollen. Möchten Sie lieber Held sein oder Idol? Gibt es einen direkten Unterschied zwischen Held und Idol? Ich würde mal sagen, Held ist jemand, der das an dem Tag dann ist, in einem bestimmten Rennen oder nach einem Rennen. Und Idol ist über eine längere Phase, über eine längere Zeit. Okay, dann Idol. Also, wir haben ja auch in Oberhof oftmals Kontakt mit Jüngeren. Und ich finde das schon okay, weil ich das früher auch selbst hatte mit Sven Fischer am Standort. Oder auch Alexander Wolf, wo man zu Leuten aufschauen kann und die beobachtet, was machen die. Und das ist nicht nur, weil sie einmal gut waren, sondern weil sie oftmals gut waren. Und dann so versucht man sich schon irgendwie was zu adaptieren, was zu einem passt. Deshalb würde ich schon gerne auch den jüngeren Athleten bei uns am Stützpunkt auch mehr ein Idol sein als vielleicht ein Held. Zum Abschluss, Satz bitte vervollständigen. Oslo ist immer eine Reise wert, weil... Ui, weil, ich muss diesen Zauber aus Oslo muss ich rauskriegen. Ich hab mit Oslo noch nicht so viel verbunden. Wir fahren dort immer an. Also ich kann den Satz nicht vollständigen, also nicht ernsthaft.
Weil wir fliegen dann hin, Gardermoen, fahren mit dem Reisebus zum Hotel. Hotel, Stadion, Stadion, Hotel, Stadion, Hotel, Hotel, Stadion, Stadion, Hotel. Und immer so weiter, bis wir wieder in den Reisebus einsteigen und dann zum Flughafen weiterfahren. Wir kriegen von Oslo gar nichts mit. Ich war einmal im Hardrock-Café, das war beim Abschluss vor 3 Jahren oder so. Da war ich mal im Hardrock-Café. Das ist ja jetzt auch nicht so was Spezielles. Und dann wieder hoch ins Hotel. So viel ist da ja nicht zu erleben in Oslo. Deshalb kann ich das, keine Ahnung, was da in Oslo immer so besonders sein soll. Okay, dann trotzdem viel Erfolg in der nicht besonderen Stadt. Danke.